Wer in Videos viel Bewegung in seinem Hintergrund haben will, dreht entweder an einem gut besuchten Ort oder aber vor einem Greenscreen. Aber muss es eigentlich unbedingt die Farbe grün sein? Geht nicht vielleicht auch Schwimmbad blau oder Rhabarberrot? Wir haben nachgeforscht. Der Greenscreen hat sich als Schlüsselfarbe tatsächlich erst in den letzten Jahren durchgesetzt. Davor war der Bluescreen über Jahrzehnte das Mittel der Wahl, wenn es um Hintergrundeffekte ging. Der erste Film mit Bluescreen-Technik war übrigens King Kong, der schon 1933 Premiere feierte und noch in Schwarz-Weiß gehalten war. Mit den Jahren experimentierten die Filmstudios dann auch mit anderen Farben, zum Beispiel Disney in den 60ern mit einem gelb beleuchteten Hintergrund. Der Bluescreen blieb aber das meistgenutzte Mittel für Hintergrundeffekte. Unter anderem deshalb, weil Blautöne in der menschlichen Haut kaum vorkommen und so optisch gemeinhin die besten Ergebnisse erzielt wurden. Da Grüntöne in der Hautfarbe des Menschen aber noch weniger vorkommen als blaue, setzen die Filmstudios inzwischen immer häufiger auf Grün statt auf Blau. Dass sich der Greenscreen in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt hat, ist aber auch dem technischen Fortschritt geschuldet. Denn bei modernen Videokameras setzt sich jedes Pixel aus einem roten, einem blauen und zwei grünen Pixeln zusammen. Die Farbe Grün trägt somit doppelt so viele Bildinformationen, was sie für Videoaufnahmen besonders interessant macht. Wenn ihr mit Hintergrundeffekten experimentieren wollt, solltet ihr in jedem Fall aufpassen, was ihr anzieht und was ihr zeigen wollt. Sonst kann es durchaus mal passieren, dass ihr auf einmal ohne Oberkörper dasteht oder das zentrale Element eures Videos mal eben verschwindet. Welche Farbe euer Hintergrund hat, bleibt trotz der Vorteile von Blau und Grün also letztlich euch selbst überlassen.